when you want to get off the darkest ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down, 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 down. Clear sky. Einen wunderschönen... Ach, ich bin fast pünktlich, ne? Also ich glaube, wir haben schon um 16 Uhr gestartet. Ich glaube, das war wirklich... Das war noch 16 Uhr. Auf jeden Fall, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shakes and Fidget. Ich war, glaube ich, wirklich pünktlich. Oder war es schon 16 Uhr? Eins, ne, es war 16 Uhr. Fabis Wunsch war es heute um 16... Also heute generell mal eine Runde Shakes and Fidget zu spielen. Sie ist da ja sowas von schlecht drin, also schlechter geht es eigentlich gar nicht, ja, und deswegen dachte ich mal so, okay, mach mal das doch mal. Bild haben wir sogar schon, ja. So, stimmt, kurz das hier noch ein bisschen ein, so, das passt. Dann brauche ich bloß noch den Shit und da hat auch schon eine Fabi und eine Lena geschrieben, Hallöchen. So, Streamchat bei Twitch ist ja sehr überschaubar. Bis jetzt noch. So, und 3, 2, 1, hallo. 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 Hi. Ach, du bist auch schon da. Kann ich nur lauter machen. Olli, hast du jetzt wenigstens meine Liebeserklärung an mich selbst mit auf dem Stream? Nö. Welche Liebeserklärung von dir selbst? Oh, ihr seid doch alle scheiße. Ja, wir haben uns komplett gemutet. Naja, ja. Es läuft ja immer erstmal Musik, ne, bevor es... Warte, wir sind noch nicht da, ja, und du bist jetzt alleine, ja? So. Was? Du kannst beginnen. Okay. Mit einer Liebeserklärung an dich selbst. Ach so. Ja. So, nein, jetzt will ich auch. Ja, gut. Mehr. Ja. Oh. Haben wir verkackt. Ja. Wenn ihr sonst nichts könnt, verkacken könnt ihr. Ja, das... Irgendwas müssen wir ja können. Ich drehe mal ganz kurz ein bisschen. Ja. So. Ich nicht. Ja, jetzt sehe ich doch. Shakes and Fidget, wie man sehen kann, ist gestartet. Hat das was mit dem Fidget-Spinner zu tun? Ja, so ein bisschen. Minimal. Ich hab noch einen. Also eigentlich null. Aber einen habe ich hier noch rumfliegen. Wer haben will? Ich muss erstmal gucken, ist Fabi überhaupt schon aktiv? Fabi ist schon fertig. Oh, Fabi ist gerade tatsächlich aktiv. Oh, Steffen zockt nicht mehr, Franzi zockt nicht mehr, Nettie zockt nicht mehr, Anja zockt nicht mehr, die können wir alle rauskicken, wa? Hier, nicht Nora, vor 7 Tagen das letzte Mal online. Was? Aber gut, was ist denn hier los? Achso. Aber gut, dass ich hier noch Accounts habe, wie den hier, wo es voll ist. Jede nicht Nora, vor 7 Tagen. Ach, ja, du warst auch bis vor kurzem vor 7 Tagen. Hi, Lena. So. Oh, da bin ich jetzt wieder aktiv. Sie nicht. Ich gehe jetzt hier erstmal einmal auf alle Charaktere und... Mach hier erstmal Abenteuer. Welchen Charakter bist du online? Ich bin mit allen gleichzeitig mal online. Ja, ich auch. Mir wird ja nicht angezeigt, dass du online bist. Natürlich wird das angezeigt. Du musst nur richtig hingucken. Jetzt. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Nein, Scheiße. Wie konnte mir denn das passieren? So, jetzt sieht das wieder gut aus. Oh, ich hab mal Apfel. Ich muss erstmal mein Haustier füttern. So. Wenn du den vergoldest, kannst du Pferde zählen. Falsches Spiel, würde ich sagen. Ach, lass uns doch mal so einen Mix machen, Mensch. Ich muss jetzt hier kurz mal machen. Ja, theoretisch. Das hatten wir doch erst gestern. Ja, ist doch egal. Da haben wir doch gestern Raft, Minecraft und Shakes and Fidget gleichzeitig gespielt. Oh, was ist denn das hier Schönes? Ja, okay, so eine Kunst ist es jetzt nicht. Shakes and Fidget und irgendwas anderes gleichzeitig zu spielen. Apropos... Muss es zugeben. Hä, wieso kann ich das nicht kaufen? Ah, mein Inventar ist voll. Mein Pferd will sich verkaufen lassen, es mag mich nicht mehr. Hat wohl seine Gründe. Welches denn? Das Feuer-Dings? Ja, Cherry Cake. Oh nein! Ja, ich wollte da gerade über, hier bei Marley da, über die Verkaufspferde, über den Balken da springen. Und mein Pferd meint nicht springen zu müssen, sondern stellt sich einfach davor. Zwischen die ganzen anderen Pferde. So, dann gucken wir gleich mal, wie aktiv Harvey ist. Wahrscheinlich wieder null aktiv. Hm? Nix. Aber erstmal kommt ein Werbespot hier von Aldi. Die Fantastischen Vier. Exklusiv für alle. Karten gibt's bei Aldi. Wo sind die denn überall? Aber fast immer nur Köln. Ach nee, das ist ja langweilig. Der Kölner würde ich mir nicht Ich spielen. Wollte nur sagen, ich möchte gern dann die Elisa spielen. Das ist mein Lieblings-NPC. Aber, ja, ich glaube, Lisa ist schon vergeben. Ich weiß, was? Das dann wieder? Nochmal. Wieder. Dann bin ich spätestens. Oder die mit oder MFG. Keine Ahnung. Ja, Fanta 4 halt. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Fanta 4 gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, du kannst nicht mehr Lisa sein, Lena, weil ich glaube, Lisa ist schon vergeben. Ich glaube, Lisa wollte Pier machen, glaube ich, ne? Habe ich hier... Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben doch gar nichts gesagt. Das, ach, du warst gar nicht mehr da gestern, ne? Ich war ja noch mit Pia nachts um 0 Uhr am Quatschen. Ja, doch, kann sein, dass sie mir davon nicht gespielt hat. Weiß man nicht. War ich am Arbeiten. Kann auch sein, dass es vor ein paar Tagen war. Olli! Na, das Thema haben wir doch erst seit gestern. Ja. Ja. Hast du auch so Arbeitskollegen, die man einen Arsch hinterher tragen muss? Nein, meine Arbeitskollegen sind alle lieb. Okay. Ja, so das kannst du ja nicht, wahr? Bei deinen Arbeitskollegen. Hey. Der Kollege kriegt einen Zettel in die Hand gedrückt, wo er was ausfüllen soll. Wegen den ganzen Steckpunkten, weil die alle verkehrt sind. So. Damit die Chefin da was in der Hand hat, damit sie es ausbessern kann. So. Kriegt er in die Hand gedrückt. Wer hat nachher die Arbeit gehabt? Du natürlich. Oh. Ich. Ich durfte eine Stunde lang rumlaufen und das alles aufschreiben. Von Punkt zu Punkt laufen. Oh. Simple Candy, wieso bist du nicht auf S36 in die heftige Gilde gejoint? Sie heißen Silence Up. Server 36? Bei Server 36 habe ich noch meine eigene heftige Gilde, ja. Die rocken alles. Warte mal kurz. Server 36, das ist die hier. Hier, da, wir sind voll zu dritt. Ja. Soll ich mal mit Level 13 Dungeon probieren? Die erste Dungeon könntest du eventuell schaffen, wenn du gut geskillt bist. Marco. Ich versuch's. Mit welchem bist du jetzt da? Ah ne, der ist noch Level 10, der Charakter. Sieht recht gut aus sogar. Besser als sonst immer. Ich gewinne. Ach, ganz knapp. Verloren? Was? Mal. Hast du verloren oder gewonnen? Gewonnen. Das nicht Halsschmerzen, so wie du da liegst? Oder träumst du kopfüber? Fabi Tomati doof. Wie kommst du auf diesen Namen? Was? Ja. Auf Fabi Tomati doof. Ich kann gar nichts hören. Wegen Dings. Wegen Jackson. Okay, jetzt? Jackson Fitch habe ich auf stumm. Beziehungsweise ja, schraub es doch ein bisschen runter von der Tonqualität. Ja, still. Ich mach's auch komplett still. Ich habe jetzt bis Freitag frei. Herzlichen Glückwunsch, Lena. Ich dachte, du hast nur Mittwoch frei. Dachte ich eigentlich. Soll ich mal Fabi einmal angreifen? Vielleicht hat sie was, was ich gebrauchen könnte. Beihaben ist für mich wie eine Strafe. Fabi, ich greife dich mal kurz einmal an. Von welchem Account greifst du mich dann an? Also, ich kann dich gerade nicht angreifen. Warte, ich muss mal kurz das einmal beenden. Mit dem auf Server 37. Hm. Okay, da kann ich vielleicht was Interessantes für dich haben. Ja, ich guck mal. Ja, 4 Sachen hatte ich noch nicht von denen, was du anhast. Einschlag und ich mach hoch. Ah, das ist Olli. Ja, dein Rucksack sieht total anders aus, er hat mehr Plätze. Ja. Ab Level 25 hast du auch die Möglichkeit. Aber dafür spielst du es zu selten. Ja, sorry. Aber im einer kommt nicht Level 13, also... Ja, wie gesagt, du hättest eigentlich am einen Tag, ne, am einen Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben, innerhalb von 2-3 Tagen Level 25 sein können. Kommt drauf an, in was für einer Gilde du drin bist. Frag mal Leonie an. Guck mal, ich bin jetzt innerhalb von 3 Wochen über Level 100, ne? Oh, was schreibt mir denn hier eine Nachricht? Ach, das habe ich jetzt nicht geschafft. Ach übrigens, Lena, du hast zwar jetzt bis Freitag frei, ne? Ich muss erst Montag wieder, ne? Was wir mal kurz nebenbei erwähnt haben. Für mich ist frei haben wie eine Strafe. Macht das so einen Spaß, ja? Ja, ich sitze gerne auf der Arbeit. Ich finde das irgendwie, ja... Musst du nur sitzen? Hauptsächlich, ja. Ich sitze hauptsächlich auf der Arbeit und gucke mir irgendwelche Dokus oder Filme auf YouTube an. Oh, das ist wirklich cool. Ja. Also ich habe erstens Handyverbot in meiner Schule. Also wir dürfen es mitbringen, aber wir dürfen es nicht anschalten oder sowas. Ja. Was passiert, wenn du es trotzdem machst? Handy weg oder was? Hm? Wie viele haben dann ihr Handy lautlos in der Tasche? Alle. Der Trick ist schon so alt. Also es gab irgendjemanden, der hatte... Da hat irgendwo ein Handy geklingelt und wir wissen halt nicht wer. Auf jeden Fall hat er sich nicht gemeldet und deshalb dürfen wir jetzt keine Handys mehr benutzen. So. Und jetzt verbringen alle ihre Pause damit, Pokémon-Karten zu tauschen. Yeah. Es gibt wieder Pokémon-Karten? Ja. Ich dachte, die Zeit ist vorbei. Ja, Olli, jetzt kannst du deine wieder aus dem Keller kramen. Ich habe nur Yu-Gi-Oh! Karten irgendwo. Ich habe sogar eine heute geschenkt bekommen, weil ich sammle die eigentlich gar nicht, aber ich habe gerade heute geschenkt bekommen. Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ja, ich dachte es auch gerade, aber dann war es auf einmal wieder still. Ja, bei uns hat man früher noch Autoquartett gespielt oder Sticker getauscht. Der 90er halt. Ach, vorher gab es auch die ganzen Sammelalben, ne? Die du voll bekommen musstest. Ach so, ja, von was ich, FIFA, Barbie, ich meine, ja, gibt's ja heute immer noch. Ja, Barbie weiß ich auch noch. FIFA? Ja. Hey, das war total gut. Da gibt's ja noch die Sticker-Alben, wo da hier Glitzer gegen Flauschig und was weiß ich was. Kennst du die auch noch, Olli? Kann sein, ja. Ich hab meins sogar noch irgendwo. Übrigens. Also alle aus meiner Klasse haben so... Weiß nicht. Übrigens, was ich noch sagen wollte. Ab heute werden endlich die Hashtags angezeigt, ja. Über meinen Videotitel. Ich hab's heute mal nicht vergessen, es umzusetzen. Hashtag Klassenfolie. Also, Mo, solltest du zuschauen. Mo, solltest du zuschauen, ja. Ich hab's heute gemacht. Also ich weiß aber nicht, ob die angezeigt werden. Das sag ich ja nicht. Sind die zu sehen? Ja, ja. Woher willst du das wissen? Ich seh's doch. Du streamst doch gerade. Was? Bist du auf meinen Kanal gegangen, oder was? Ja. Oh, Pia ist gerade live. Ja. Level runter und Shit Talk mit euch. Was ist denn? Ach, deswegen hat Pia von angerufen über Dings, über Discord. Oh, sehr cool. Was ist jetzt eigentlich, wenn Fabi bei dir auf den über YouTube deinen Stream guckt und du bei Fabi auf den Stream gehst? Dann wäre es ein komplettes Durcheinander. Dann hören wir mal kurz in den Stream rein. So. Ich überlege, was das früher für ein Scheiß war, wenn man bei der Übergabe den Stream vermasselt hat. Eigentlich wollte ich die Polizei haben. Okay, alles klar. Das? Ach ja. Ansage an Mo, wie Ansage an Mo? Ja, das mit dem Hashtag. Achso, nicht. Ich habe diesmal dran gedacht, ja. Hashtag Klarsichtfolie getestet. Und was soll das... Und was soll das bringen? Oh, Lisa, komm kurz raus. Wozu schreibst du jetzt Hashtag Klarsichtfolie in dem Chat? Okay, perfekt. Oder war das jetzt Olli? Hi, Olli. Wie, hi, Olli? Ja, du hast was in den Chat geschrieben bei mir. Oh, das kann nicht sein. Ja. Hallo, Olli. Das wüsste ich doch, wenn ich an dem Chat... Oh, du hast ja voll viel an Festungen und so. Ich hab gar nichts. Weil du kaum spielst. Du hättest heute schon alles haben können. So. Es ist nicht jeder so ein Junkie wie du, Olli. Ich spiele das Spiel total selten. Urlaub. Weißt du, du kommst hier an, hier, ja, ich kann nicht, ich habe zwischendurch Schule, ja. Ich arbeite und arbeite mehrere Stunden, als sie in der Schule ist, ja. Moment, du hattest die letzten Tage frei, ja? Ja, aber ich spiele das ja auch außerhalb dieser Zeit. Wie viele Stunden arbeitest du? Oh, jetzt kommt wieder Giotto-Werbung, hab jetzt schon wieder Hunger. Och nein, bitte nicht. Tut mir das nicht an. Was? Oh, es ist auch unverschämt lecker, das Zeug. Oh, ich bekomme schon wieder... Ja, die machen Giotto-Brownies. Okay. Oh, ich muss weggucken. Ich habe die Tage was im Kaufland gesehen, das habe ich direkt mal mitgenommen zum Probieren. Schoko-Cookies mit Bounty. Ist das schon weg? Bounty ist geil! Ja, ne? So generell, alles was Kokosnuss ist. Alles was Kokosnuss ist so geil. Ja. Raffaello, oh. Ja, wie war das hier? Also Ferrero ist schon gut, ne? Was Süßigkeiten angeht. Muss man ja mal sagen. Ich hab ja Weihnachten, habe ich ja immer, wenn ich backe, jede Menge Eiweiß übrig. Ja. Dann gibt's ja immer Kokosmakronen. Ah, lecker. Ja. Oh, Mrs. Horslauf, hi. Schön, dass du bei Fabi im Stream vorbeischaust und nicht bei Klarsichtfolie. Kannst du bitte einen Multistream aufmachen? Von meinem Stream mit? Naja, du hast doch immer dein Bild weg. Ich mach das, mach. Was? Ich mach das, mach. Was machst du, machst? Lena, wir müssen noch gucken, ne? Ich weiß nicht, ob Lisa noch frei ist. Aber wir brauchen noch ganz viele andere Rollen. Du könntest die Rolle von... Ich spiele die Hauptrolle. Ich spiele mich selbst. Also hier mein Char. Loretta will keiner. Du kannst Loretta... Wollte jemand Loretta sein? Nee, ne? Nee. Irgendwas war gestern mit Loretto, ja? Loretto. Also ich will Madison. Dann spiele ich Nightdust. Ich bin Level 102. Ja. Da muss ich nur spricht Nightdust überhaupt? Oder macht Nightdust überhaupt mal Geräusche? Viren und Schnauben bestimmt. Ja, ist okay. Jemand muss doch Thomas machen. Das macht am besten mein Vater, denn der heißt auch Thomas. Mein Onkel auch. Und mein Vater arbeitet ja bei der Telekom. Und mein deshalb. Onkel auch. Aber nicht der Thomas, ein anderer. Und deshalb nennen wir ihn immer Teletom. Teletom, okay, dann habe ich einen Teledieter. Ja, okay. Aber es heißt ja Telekom. Deshalb passt Teletom besser. So, ich drehe jetzt mal ein paar Runden am Glücksrad, wa? Aber nur damit du das war jetzt nur, damit du meine Onkels auseinanderhalten kannst. Hm. Aber Teledieter, finde ich, klingt auch ganz cool. Ja, stimmt. Klingt übelst doof eigentlich. Doof, aber das ist cool. Oh, Mrs. Horslauf, hi. Ja. Tagchen, schön, dass du reinschaust. Na, wie geht's dir? Sonst spiele ich keinen anderen Lisa. Warum willst du unbedingt? Aber ich frage mich generell, wie mein Onkel diesen Absturz geschafft hat. Der hat früher bei IBM gearbeitet und jetzt ist er Telekom. Oh lol. Ja, das war mal ganz meine praktisch. Schwester möchte später einen eigenen Laden haben. Jetzt, wo wir über Berufe reden, meine Schwester möchte später einen eigenen Laden haben und dort Kleider verkaufen und selbst Kleider nähen und sowas. Ja, meine Mutter arbeitet bei Mercedes. Ah, da kommen die weggeworfenen BMWs her, hm? Und mein Vater halt Telekom. Telekom? Ja. Telekom. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das, was deine Schwester machen will, ja. Ja. Macht auch eine Freundin von mir in Südtirol. Und die hat das Label sowas von hoch. Also es ist in Südtirol eins der beliebtesten Läden. Die hat schon 3 oder 4 Filialen aufgemacht. Alles selbstständig, ne? Was denn für ein Laden? Boutique bei Martina heißt das, glaube ich, sogar. Hm. Hi, Jana. Das ist eins. Und was willst du machen? Wollte ich gerade sagen. So schön, dass wir jetzt wissen, was deine Familie da alles machen will oder macht. Aber was willst du machen, Fabi? Astrophysikerin. Also Wissenschaftlerin. Quantenphysik, hä? Ja. Ach du Scheiße. Ja, wenn du gut in Mathe bist, warum nicht? Bin ich ja. Ich war Mathe immer hundsmiserabel, von der Grundschule an. Ja, von der Grundschule an bin ich eigentlich recht gut in Mathe. Eigentlich schon seit der Kita. Nee, bei mir war Mathe immer so Hassfach. Bis ich dann irgendwann mal einen Lehrer hatte, der mir gescheit einen Dreisatz erklären konnte. Seitdem weiß ich, mit Dreisatz kommt man recht weit, wenn es um Zinsrechnung und sowas geht. Also mein Hassfach ist tatsächlich Sport. Ja gut. Aber da haben wir Frauen ja immer die perfekte Ausrede. Muss eigentlich lernen, okay, ja. Ich muss eigentlich auch Fabi lernen. Muss eigentlich auch lernen, aber sie hat sich heute schon das alles selbst in der Schule beigebracht, deswegen muss sie heute nicht lernen. Ich habe im Unterricht heute mal in Mathe ganz doll aufgepasst. Lena, sag mal das mal bitte. Ich glaube, das sieht man im Tagebuch, ne? Bei den Charakteren, wie viel man braucht. Sag mal bitte, wie viele Rollen wir brauchen. Ich glaube, wir müssen generell einige Rollen doppelt besetzen. Ich glaube, wir brauchen eigentlich noch mehr. Nee, wir können ja einige Rollen doppelt besetzen, ist ja kein Problem, oder? Stimmt. Also wir haben schon bei uns, ja, Pier spricht Rollen, ja. Welche denn? Fabi, das müssen wir noch ausdiskutieren. Also Pier auf jeden Fall schon mal. Ich hab auch eine Rolle. Fabi macht schon. Ich? Mo. Ich? Okay, dann macht Uli auch mit. Ja, ich mag das. Okay. So, dann haben wir noch May. Hallo, die Story Windprinzessin macht mit. Und Julia. bei Sepp haben wir noch keine Rückmeldung. Bei Sepp müssen wir noch gucken. Ja, aber ich finde die Story um Nightdust so schön. Deswegen, ich finde das voll traurig, was dem da alles passiert. Und dann hat er so ein schönes Happy End. Bis jetzt. Mhm. Ja, bis jetzt. Wo es einmal eingesperrt wurde. Das Nightdust. Ja, hallo, der sollte eine Giftspritze kriegen. Ja, es war aber keine nette Spritze. Ihr spoilert für alle, die noch nicht so weit sind, obwohl. Ich spoilere eigentlich durchgehend, wenn man meinen Stream schaut. Kurz. Ja. Ich kämpfe gegen die Geheimtür. Werbung, was kommt jetzt für eine... Okay, jetzt haben wir ein schwarzes Bild. Das aber was habe ich denn jetzt schon wieder vergessen, Mann? Fickt euch... Entschuldigung. Hey, ich krieg's kotzen hier. Habe gestern Test geschrieben, heute Klassenarbeit und morgen noch einen Test. Aber Mrs. Horstoff will auch mitmachen. Wir schreiben halt eine WÜ. Das ist jede Woche eine tägliche Übung. Das heißt wöchentliche Übung. WÜ, wöchentliche Übung. Und ich schreibe diese Woche Freitag eine Klassenarbeit und nächste Woche Dienstag noch eine. Ich kann heute leider nicht mit dir irgendwas zusammen machen. Warum denn nicht? Ich muss noch eine WÜ. Eine WÜ für die WÜ morgen. Für die WÜ, wöchentliche Übung, kann ich eigentlich alles. Lena, wir können das alles, es gibt doch das Tagebuch, wo alle Charaktere drinstehen bei SSO. Da kann man die doch eigentlich alle durchsehen, oder? Zumindest sollten da alle Charaktere drin sein, die sprechen können. Na, oder ich mag's, wie heißt der, Fitz, ne? Oder das komische Vieh im Portal. Ja, ja. Genau. Ja, ich glaube Frips oder so, ne? Frips, genau. Oh, Jan hat was Neues geschrieben und zwar: Ich so letztens zu meiner Freundin, ich will Staffelreiterin bei der Polizei werden. Sie so: Geht nicht, du bist zu verfressen, um diesen Sporttest zu bestehen. Nett. Fies. So? Hat es Gina gesagt? Ja, und was ist? Ich habe Anrecht auf die Rolle von Fritz. Ich habe jeden Tag eine TÜ. Flybird 670, also danke für dein Follow auf Twitch. Aber dann irgendwie doch nicht. Ich find's mal lustig, dass Leute bei Twitch followen, aber nicht schreiben. Du darfst auch gerne schreiben, ja? Also ihr dürft generell alle schreiben. Und für die also Leute, die sich wundern, warum ihr... Schreiben nicht so viele Leute, wie Abonnenten du hast auch. Es wäre mal lustig, wenn wir wirklich mal alle Abonnenten auch wirklich auch schreiben würden, ne? Das... Dann hätte ich 78. Dann müsste ich langsam Chat aktivieren, wenn ich jetzt 1350 Leute gleichzeitig hätte. Uli und ich haben darüber vorhin geredet, dass ich nicht gerade so viele Abonnenten habe. Und sie hat halt gesagt, du könntest doch so Plakate machen und die in deiner Schule aufhängen. Da habe ich gesagt, ja, wäre ich eine recht gute Idee. Ich meine, das sind über 750 Leute dann. Fast 1000 Abonnenten. Ich empfehle dir, mach das auf jeden Fall nicht in der eigenen Schule. Ja. Weil dann gibt es irgendwelche Leute, die dich dann diesbezüglich eventuell in der Schule mobben. Ja. Wieso? Aber ich hab schon gesagt, ja, einfach nur, weil es irgendwelche Neider gibt, die einfach das Scheiße finden, was du tust, weißt du? Oder auch, wenn sie es nicht Scheiße finden, sagen sie es trotzdem, dass sie Scheiße finden. Weißt du, ich meine? Hm? Dann mach das lieber so irgendwo anders, aber nicht in der eigenen Schule. Das würde ich nie machen. Aber bei mir auf der Arbeit wäre das auch scheiße. Außer du wärst wirklich erfolgreich, ne? Mit so 1 Million, über 1 Million hier. Dann wären sie alle neidisch, dann würden sie alle deine besten Freunde sein wollen. Ich habe ja schon genug beste Freunde in meiner Schule. Aber bei mir auf der Arbeit wäre das auch scheiße, Olli. Da Flyer aufhängen. Ich glaube, da werden erstmal unsere Kanäle gesperrt wegen Jugendschutz. Ja, ja. Ja, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Da brauchst du nur ein verkehrtes Wort sagen, wahrscheinlich. Ja, richtig. Auch fuck? Wahrscheinlich. Oh, das fuck gesagt. Oh, jetzt ist schon mal der Stream geblockt. Ich hab da mal bei der Arbeit, so beim Rundgang, hatte ich mal ein Buch in der Hand gehabt. Das war so ein Anime, wo so Zettel drin klebten. Und die habe ich mir mal angeguckt. Da habe ich zwar eigentlich nicht, aber ne? Bleibt ja unter uns und allen Zuschauern. Da habe ich ja einfach mal geguckt, was diese Zettel da, was die da drin suchen. Ja, da habe ich dann eine Seite aufgemacht, da war dann so in diesem Anime, ne, Mangas heißen die Bücher, ne? Entschuldigung. War da so ein größeres Bild, wo dann irgend so ein Typ mit einer Waffe da steht. Und dann war da eine Notiz drin auf dem Zettel von wegen gewaltverherrlichend, irgendwie sowas. Wo ich mir auch denke, ey Leute, packt euch doch mal an den Kopf. Hm. Da war denen das Bild zu groß. Mhm. Oh nein. Oder da ist ein, in dem Archiv ist ein, ich musste so lachen, wie ich den gesehen habe. Ich habe mir den direkt aus dem Regal gefischt und erstmal durchgeblättert. Die Kinder der 90er kennen das noch. Ein Bravo-Kalenderbuch, ja, von 1989. War doch erst vor kurzem. 1988? 89, sehr egal. Ja. Oh Mann, war ich da schon alt. Ja, wie alt warst du denn da? Ein Jahr alt. Ja, kannst du mal sehen. Aber ansonsten hast du da irgendwie regalweise Bücher über irgendwelche Erotik-Romane, Porno-Romane und was weiß ich was alles. Gegenüber steht ein Regal, so à la Billy-Regale, ja, voll mit irgendwelchen PC- und Konsolenspielen in 3-facher, 4-facher, 5-facher Ausführung. Also theoretisch könnte man sich da echt austoben. Und einen Raum weiter findet man sogar den Schulmädchenreport. Mhm. Ne, eine Etage drüber oder drunter. Aber über sowas regen die sich auf, weißt du? Ah, ja. Die versuchen heute noch Bücher auf den Index zu kriegen, die irgendwie schon jeder gelesen hat. So irgendwas aus den 70er Jahren oder so Scherze. Mein Kampf habe ich auch gefunden. Ich bin gleich Level 14. Ich will dich heute noch Level 20 sehen, was du nicht schaffen kannst. Das sind noch so um die 6 weitere Level. Und ich weiß ja nicht, wie viel Abenteuerlust ich noch habe. Warte, ich kann mal eben nachgucken. Na, ich mache heute noch meine Abenteuerlust runter. Ich kann gerade nicht gucken. Gehe dann mal lernen und könnte ich dann vielleicht bei diesem Rollenspiel... Ja, wir wissen noch nicht, wann es losgeht, ne? Und das ist kein Rollenspiel, das ist ja eine Aufgabe eines Synchronsprechers, ne? Sagen wir es mal so. Also eigentlich könnte ich fragen... Man müsste eigentlich jeden Stream nachmachen. Eigentlich und ich wäre Franzi. Eigentlich müsste man Bewerbungen schreiben für die Rollen. Genau, weil man verdient eine Menge Geld damit. Ich bin Level 14. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch 78,75 Abenteuerlust. Ich hätte einen richtig geilen Grund, warum ich Fritz spielen soll. Warum ich das Eichhörnchen bin. Ja. Richtig. Ja. Ist das überhaupt ein Eichhörnchen? Warte mal, ein Schleifelhörnchen. Aber das in echt? Ja. Oh, lol. Habe ich überall schon mein Klo benutzt heute? Aber, wo ich so... Mein erster Internet-Nickname war Eichhörnchen. So werde ich teilweise heute noch von meinen Leuten genannt. Beziehungsweise einfach nur Hörnchen gerufen. Hörst du darauf? Ja. Oh, das ist für mich so eine richtige Umstellung in der Schule, weil in meiner alten Schule wurde ich halt immer Fabi genannt, ne? Von meinen Lehrern. Und jetzt müssen sie mich halt immer Fabienne nennen, weil ich einen Fabian in der Klasse habe. Warum macht ihr nicht einfach Fabi und Fabsi oder sowas? Nein, ich mag den Fabian auch nicht. Der stört, finde ich, voll in der Klasse. Wir hatten mal das Problem gehabt, wir hatten zwei Michaels in der Klasse und eine Michaela. Und Michaela wurde eigentlich immer Michi gerufen. Ja. So, bis dann halt da die Michaels in der Klasse waren. Und dann mussten wir uns irgendwann einfallen lassen, weil hast du einmal Michi gerufen, haben 3 reagiert. Also Michael würde ich mit Micha rufen. Den anderen würde ich vielleicht mit dem Anfangsbuchstaben von seinem Nachnamen, zum Beispiel. Keine Ahnung, wenn er jetzt mit Nachnamen Baum heißt, gibt es ja vielleicht auch. Also zum Beispiel Micha B und einmal Micha. Mit einem Bäumchen rufen. Ja, oder so. Ich kenne einen, der heißt Baum mit Nachnamen. Der wird mit Bäumchen genannt. Ja, ich kenne auch einen in meiner Schule. Aber, wenn wir jetzt schon einmal beim Namen Michael sind. Bei mir in der Berufsschule damals, in der ersten, ich war leider Gottes das einzige Mädel in der Klasse. Nein! Nein! Ja, Männer, ist halt so ein Männer-Do. Wie nennt man das? Dominiziert. Also Männerberuf. So. Ja. Und, wir hatten 5 Michaels in der Klasse. Oh nein, das ist ja noch schlimmer. Da sind uns echt die Spitznamen ausgegangen. Ne? Also ja, ich fand's ja schon schlimm, als ich in meiner alten Klasse in der Grundschule 2 Laras hatte. Lara und die saßen halt nebeneinander. Das war ja schon schlimm genug, aber 5 Michaels. Ja, das ging nachher nur Michi, Micha, Michel und Michael. Hab ich vor allem vergessen? Ich weiß Fabi schreibt, Fabi schreibt, sag ich gerade. Mrs. Horstloff schreibt, Fabi kann mir ja per WhatsApp mehr Infos schreiben. Bye bye. Bis dann. Hey, was? Zum Thema ist es so. Olli, ich weiß, wie viele es sind und ich glaube, du willst es nicht wissen. Du willst jeden Charakter sprechen lassen. Na, jeder, der Text hat, ne? Also jeder, wo Text rauskommt. Also darf ich 2 Rollen haben. Einmal mit Text, einmal ohne Text. Wir brauchen wahrscheinlich einige mehr. Dann ich stelle mir das ganz so vor. Dann mache ich Fritz, weil Internetname Eichhörnchen und ich mal ein Streifenhörnchen hatte. Ja, das ist Grund genug, dass ich die Rolle kriege. Und dann möchte ich einmal Night Dash spielen, weil Schnauben und Viren, das müsste ich auch noch hinkriegen. Ja, aber Fritz, wie wirst du die Stimme hinbekommen von so einem Kleinen? Der nichts sagt, generell einfach gar nichts. Weil es halt steht einfach so ein SO der Charakter rum und der Kopf ist dann einfach dein echter Kopf. So stelle ich mir das gerade vor. Ach, so schlimm wird das gar nicht. Nur schlimmer. Ach, wir haben... Kennst du noch die Zeit, Olli? Ich glaube, Fabi wird es nicht kennen, da war sie noch zu klein für. Ich bin nicht klein. Ja, aber zu jung. Zu dem Zeitpunkt ja, vielleicht doch. Hier, Quiz-Shows im Fernsehen, jeden Abend auf sämtlichen Kanälen. Treffen die Leitung sowieso und erraten sie das Wort und du denkst dir nur noch, boah, wollt ihr nicht Bildung verkaufen? Ganz früher war es zum Beispiel TM3, dann war es irgendwann 9 Live. K1010 und wie sie nicht alle hießen. K1010, da hab ich damals selbst regelmäßig mitgemacht. Okay. Das war zumindest noch ein Sender, da bist du fast bei jedem dritten Anruf durchgekommen. Aber da habe ich bei so vielen Spielen mitgemacht. Ich glaube, ich habe da mit insgesamt an die 700 Euro rausgeholt und an die 300 oder 400 Euro investiert. Wow. Oh, also das war wirklich... Du hast ja eigentlich nur im Grunde 300 bis 400 Euro gewonnen. Ja, aber ich habe trotzdem Gewinn gemacht. Ich bin nicht im Minus rausgegangen. Mehr Gewinn als wir, also meine ganze Familie, im Lotto macht. Also ich bin mit minus 5 Euro da rausgegangen. Ich bin nie dran gekommen und nö. Also du musst halt wirklich immer hintereinander weg anrufen, ne? Nicht nur ein, zwei Mal versuchen, sondern hintereinander weg. Ja. Dann sieht es ganz gut aus. Was für Show? Die Pannenshow. Ach so, ups, die Pannenshow. Ja. Ja, ups, die Pannenshow. Ja. Ja, da war auch mal. Was ist richtig? A, B oder C? Und das ist so leicht. Okay, das hat man jetzt immer noch. Genauso wie jetzt bei RTL, wenn jetzt Wer wird Millionär kommt, ne? Und dann haben sie bauen sie zwischendurch eine Frage ein. Oder DSDS hier. Ja, du kannst jetzt aber hier... Aber DSDS ist gleich, dann musst du einfach nur anrufen. Stimmt, die machen es mittlerweile so leicht, dass du nur anrufen musst, ja. Wobei ich das nicht bei DSDS, da kann man nur für die Kandidaten anrufen. Bei Deutschland sucht den Superstar, da musst du einfach anrufen, das Wort Super sagen. Oder du schreibst ihnen eine Mail oder einfach eine Nachricht. Ah, da kennt jemand aus. Emoji, mit dem Daumen hoch Emoji. Oder das Wort Super. Ja, was glaubst du, wie oft ich das Werbung schon gesehen habe? Ja, ich gucke ja nicht wirklich mehr Fernsehen seit einigen Jahren. Ich auch nicht. Ich auch nicht. YouTube ist mein neues Fernsehen sozusagen. Ja. Netflix. Oder Netflix, genau. Und ganz selten Amazon Prime. Richtig. Wenn auf Netflix nichts mehr zu finden ist, was einen interessiert, guckt man Amazon Prime. Richtig, genau. Ach ja. Nee, wir sind, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Diese Quiz-Sendungen da. Diese komischen. So, früher mal gerne hingegangen, haben dann auf lautlos gemacht. Und haben die dann einfach mal synchronisiert, die werten Damen und Herren. War auch immer ganz lustig. Da kam ein Scheiß bei rum. Einfach nur Gesichtsausdruck beobachten und synchronisieren. Ja, da wurden schon halbe Pornos draus gemacht. Geil. Ja, passiert halt, wenn man nur mit Bekloppten zu tun hat. Ich muss warten. Obwohl, ich kann noch mit meinem Mage Arena Manager machen. Ja, das sieht ganz gut aus. Dann machen wir noch mal ein bisschen. Soll ich mal einen Dungeon mit Level 10 versuchen? Kannst du gerne versuchen. Ich versuch's. Hat jetzt der Sohnemann da von meinem Kumpel versucht. Ich gewinne! Herzlichen Glückwunsch. Was hat jetzt der Sohnemann von einem Kumpel von mir versucht im Urlaub? Jetzt kommt's. Der war Pokémon Go am Spielen. So, wir waren auf dem Weg zum Einkaufen, er war halt mit Pokémon Go dran. Ja. So. Und so kam er dann, cool, da ist eine Arena, die will ich eben platt machen. So, okay, dann mach. Ne? Und fing er dann irgendwie an zu fluchen, das klappt nicht, wieso geht das nicht? Und ständig verliere ich. Ich sag, zeig mal her. Ja, da hat sich dann der 9-jährige Sohnemann alleine an einem Raid versucht. Nein! Oh doch! Nein! Oh mein Gott! Also, ich hab mal, ich war ja mal an Ollis Geburtstag auf Pokémon-Tour in Berlin. Mit meiner Schwester und meinem Vater. Die sind aber durch ganz Berlin den ganzen Tag gelaufen. Und... Später haben wir einen Raid-Kampf zu viert gemacht mit irgendeiner anderen Person, die da noch war. Und wir haben trotzdem verloren. Ja. Und er macht es einfach alleine. Oh Mann. Ja. So, ich habe den ersten Charakter durch für heute. Ja, der war halt mit Papas Handy unterwegs, ne? Ja. Also ich habe ja schon mal ein eigenes Handy. Auch ja. Seitdem ich 9 bin. Hat er wohl auch. Ziemlich spät mit 9 erst, ne? In der heutigen Zeit. Heutzutage spielen das die 3-Jährigen ja. Am Handy. Ich hatte auch schon vorher ein Handy, habe ich aber nie genutzt. Ja, nee, hat wohl auch ein eigenes, aber das ist zu Hause bei Mama geblieben. Das kriegt er wohl nur, wenn er irgendwie alleine unterwegs ist. Falls mal was kann sein Musik wollte. Hören. Ja. Nee, falls mal was sein wollte. Ich meine, gut, er war ja mit Papa unterwegs und Papa hat ja Handy, von daher. Zumal er ja auch seine Ferien genießen sollte und ich ja nicht nur am Handy kleben sollte. Ja, Lena, wie viel sind das jetzt? Du hast ihm noch nichts geschrieben, ne? Hallo. So, heute Abend gibt es übrigens nochmal einen SSO-Stream, ja. Aber bitte so, dass ich auch noch dabei sein kann. Genau. Und ich halt auch. Ja, der wird wahrscheinlich bis in die Nacht gehen. Das ist doof. Weil es geht ja Richtung alle Sterne und so. Und alle Spinnen. Und? Achso, das Update kommt ja jetzt nachmittags raus, stimmt. Sonst hätte ich gesagt, wenn so Nolo gleich rauskommt, hättest du schon spielen können. Ne, das wird glaube ich nichts. Olli, es sind 153 Charaktere, die sprechen. Ja, da bin ich doch ganz gut mit der Doppelbesetzung. Wir bräuchten aber vielleicht noch eine Fünferbesetzung. Oder so. Ich wollte auch gerade sagen, eine Fünffachbesetzung, glaube ich. Perfekt. Passt. Aber das eigentlich schon nicht mal mehr. Ist schon eigentlich zu wenig. Aber wenn es nur 153 Charaktere sind, das geht doch, oder? Achso, 153, ich habe 185 verstanden. Ja, 153. Also, Sandrea. Oh, ja. So, gut, das ist auch erledigt. Nix, don't go on. So, ich guck mal nebenbei ein bisschen, was Fabi da so drüben macht. Jetzt habe ich mir hier Lebkuchen hingestellt und Kaffee hingestellt. Was ist? Der Kaffee ist mittlerweile leer und die Lebkuchen sind immer noch zu. Aha. Fabi nutzt die Flimmerkiste gar nicht. Ich will Lebkuchen. Ja, ich liebe das Zeug. Kannst du mir eins durch den Bildschirm werfen? Ja, ich quetsch dir eins durchs Mikro, bis den Mund aufmachen. Fabi, du kannst ruhig zwischendurch die Flimmerkiste nutzen. Die Flimmerkiste ist links oben bei dir, so, weil es zu einsam. Was hast du? Was links oben? Was? Die Flimmerkiste. Die? Ne, will ich eigentlich gar nicht. Wieso hast du eigentlich zwei Browser da oben auf? Weil das für mich leichter geht gleichzeitig. Ach so, ja gut. Du hast ja eigentlich unten auch einen Knopf, ne? So. Zur Charakterauswahl. Oh, was macht sie jetzt? Was macht sie jetzt? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh! Jetzt kommt einfach Flyaway. Bei mir. Siehst du schon, dass du wieder 4 Lucky Coins und kannst eventuell mit sehr viel Glücksspiel am Glücksrad drehen. Am Glücksrad kann ich nur mit einem Pilz drehen. Nee, auch mit Lucky Coins. Glücksrad? Das ist 8 Lucky Coins. Oh Mann! Ab 10 Lucky Coins kannst du kostenfrei drehen. Und du hast 8. Das heißt, du musst nachher nochmal einmal Flimmerkiste gucken. Und dann kannst du vielleicht sogar schon wieder kostenfrei drehen. Aber was ich seit ein paar Tagen auch gerne mache, wenn wir schon bei Lebkuchen sind, ja. Ich gehe momentan unheimlich gerne bei mir an den Küchenschrank und halte einfach mal die Nase rein. Da ist Spekulatius-Tee drin. Spekulatius-Tee habe ich auch noch zu Hause. Oh, ich liebe den Tee. Aber ich habe ihn dieses Jahr glaube ich noch nicht angerührt. Ich versuche mir dieses Jahr Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch nach Spekulatius schmeckt im Nachhinein, weil ich ihn so lange stehen lassen habe. Oh, Spekulatius ist so lecker. Wenn ich trinken will, schicken zu mir. Ja, irgendwann sind die Aromen raus, ne, aus dem Tee. Ja, ich versuche mir ja einen Jahresvorrat zuzulegen. Ja, irgendwann wäre es mir, glaube ich, zu widerlich. Oh, das durchgehend nur. Ja, 3 Pakete hatte ich schon da. Na gut, ich trinke ja auch auf der Arbeit immer Tee, ne? Ja, ja. Ich sollte auch mal, glaube ich, irgendwann mal anfangen mit ein bisschen mehr Tee trinken. Soll es zwar recht ungesund sein, zu viel Tee. Das soll sogar Kaffee gesünder sein. Was? Oder haben sie damals immer gesagt, dass zu viel Tee wohl auch nicht so wirklich gesund sein soll, auf Dauer. Nur gefärbtes Wasser mit Geschmack. Ich habe gerade gesehen, da fehlen sogar noch welche, die sind gar nicht aufgelistet. Also braucht man noch mehr als 153 Charaktere. Siehst du? Könnte sogar eine 7er-Besetzung sein. Also ich könnte hier... Oh, ich bin Level 111. Das ist eine schöne Zahl, 111. Also ich glaube am wichtigsten ist erstmal, wenn wir die Soul Rider besetzen. Ich glaube am sinnvollsten wäre es, wenn man es einfach sein lässt, weil das bekommt man niemals hin. Wenn ich wirklich da 2 bis 3 SSO-Videos hochladen will in der Woche und ich muss immer alle irgendwie zusammentrommeln, ich brauche jetzt deine Stimme, mach mal gut. Das geht glaube ich niemals auf. Nee. Ach scheiße, Uli hat schon wieder Nachtschicht. Ja, zum Beispiel. Und dann ist auch die Aufzeichnung über TS ist ja dann auch so fragwürdig, ne? Das klingt ja dann teilweise auch vielleicht ein bisschen dumm. Das heißt, jeder müsste es selbst aufnehmen und mir die Dateien schicken. Ja, da müsste ich erstmal wissen, wie das geht. Ja, ja. Vor allem über Discord dann. Ja. Ich weiß, dass das mit Sam damals funktioniert hat. Aber gibt's das überhaupt noch? Was? Sam? Ne, bestimmt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber wie gesagt, ne? Wie Windows Media Player, also und du kannst damit auch aufnehmen. Habe ich früher, mitgestreamt. Mittlerweile geht es doch ganz normal über WhatsApp. Machst eine WhatsApp-Sprachnachricht, schickst es mir und ich kann es dann auch nutzen. Und im Hintergrund fährt der LKW vorbei. Ja, das war hier der Transporter von Silverglade nach Morden. Und wie macht man zum Beispiel den Transporter? Oder so Autos, die an einen vorbeifahren? Na, die Geräusche sind ja identisch, sie sind ja weiterhin im Spiel. Es geht ja einfach nur, dass die Texte vorgelesen werden. Ich rufe schon die Drecksarbeit. Zur Not stellst du dich auf die Straße. Werden die Tonspuren übereinander geschnitten. Du kannst einfach was googeln, oder? Wozu brauchst du solche Transportertöne und so weiter? Die sind doch schon im Spiel. Ja, aber wir machen doch alle Töne. Nee, es sollen doch nur die Texte vorgelesen werden. Hallo, wenn ich nehme eine Quest an, da kommt ein Text und der Text wird vorgelesen. Wenn es sich schon real anhören soll, dann richtig, ja? Dann müsste man das Reiten ja auch nachmachen, indem man einfach zum Pferdhof geht und die mal ein paar Meter rumreiten soll. Dann müssten wir den kompletten Sound aus dem kompletten Spiel rausnehmen. Da machen wir das wie bei, boah, welcher Film war das noch? Ritter der Kokosnuss oder sowas? Hier, zwei Kokosnussschalen. Ja. Da sitzen die doch irgendwo in der Höhle und klappern da mit 2 Kokosnussschalen rum. Und da denken wir, okay, kann ich nicht. Welcher Film war das noch, verdammte Axt? Ja, Axt, verdammte Axt. Ich schaff's vielleicht heute Level 15 zu werden und das war's. Du kannst es heute auch noch auf Level 20 schaffen. Nee, so weit geht es bei mir nicht. Na. Ich habe, glaube ich, nicht genug Abenteuerlust. Ich bin jetzt hier 14 und ich habe irgendwie so 48 oder so noch. Nein, wir haben heute auch kein XP-Wochenende, das kommt erst das nächste Wochenende. Okay, dann muss ich spielen. Daran muss ich mich aber erinnern dann. Am besten sogar den kompletten Samstag und kompletten Sonntag auch Pilze dafür nutzen. um Abenteuerlust wieder aufzufüllen. Schlafschicht. Man kann PC nutzen, um Abenteuerlust aufzufüllen? Ja. Oh lol. Du musst nur den Barkeeper an der Seite ansprechen. Beim Pilzdealer Pilze kaufen. Also, ich wäre vorsichtig. Der Hund vom Kumpel hat jetzt, ja, hat sich rausgestellt, der hat Pilze gefressen und hatte Vergiftungserscheinungen. Oh nein. Oh doch, ja, ich war schon mit am Beten, weil ich kenne den Hund ja auch. Was ist das für eine Rasse? Keine Ahnung. Irgendwas Großes. Wie sieht er aus? Schwarz-Weiß. Ist ein älterer Hund, der ist noch schwarz-weiß. Ja. Oh Mann, Olli! Nein, mein Kumpel meinte davon, der schrieb mich auf einmal an, meinte, er müsste wohl morgen zum Tierarzt. Der Hund hätte jetzt das Fressen und Saufen eingestellt und hätte Probleme mit dem Aufstehen und ist wie bitte? Wie alt ist denn der bitte? Ich dachte, der ist 7, das ist doch noch gar kein Alter, das ist doch mitten im Leben. Ich dachte, ja, ich weiß, ja, und ja, war er beim Tierarzt, der Hund hatte Vergiftungserscheinungen. Er muss unterwegs irgendwo was gefressen haben. Vermuten irgendwelche Pilze. Oder irgendwelche Leute, die irgendwas wieder ausgestreut haben. Ja, entweder irgendwelche Giftköder, weil, ich meine gut, hier in Bonn ist irgendwie gang und gäbe, dann Nägel oder Rasierklingen reinzustopfen. Wie das in Dortmund ist, keine Ahnung. Da musst du Daniel fragen. Da brauche ich nur meinen Kumpel fragen, der wohnt ja in Dortmund. Herr Daniel auch. Mein bester Freund zieht jetzt weg. Was macht er? Der zieht oben, der zieht auch weg. Oh nein. Ja. Wohnt der bei Giotto in der Nähe oder? Der wohnt jetzt endlich wieder in Köln. Wo er auch hingehört. Sagt er ja auch selber. Aber der zieht jetzt auch nach Dortmund. Oh Mann, oh. Das ist für dich echt gar nicht gut. Ja, familiär bedingt. Ich kann es auch nachvollziehen, dass er was macht, so ist es nicht. Ja, okay. What, was Neues mit deiner Story? Jetzt live. Danke. Wer ist jetzt live? Nein, ist schon ein bisschen her. Ich guck mal, die Story jetzt ist an von Mo. Oh. Ach so. Boah, hatte viele Donations bekommen gestern. Wer würde eigentlich alles mitmachen? Oder wir müssen es Gebiet zu Gebiet machen, weil ich weiß ja, welche Quest, wo es hingeht. Dann kann ich ja auch Bescheid sagen, wer gerade dran kommt. Ja, ne, ich kann mal auch meine alten Videos anschauen, weiß auch, wann, wo was kommt. Also wer auf jeden Fall alles dazu gezwungen wird mitzumachen, ist Fabi dann. Ja. Pia. Oli hat schon gesagt, sie macht mit, also da musst du dann auch wirklich dann durch, ne? May Norsecake, Windprinzessin und Fabi und Katja, da gibt es noch keinen, also das kann ich nicht sagen. Aber sie müssen dazu gezwungen werden. Und Mo. Ja, doch, Mo hat ja im Stream schon gesagt hier, ne? Nee, eigentlich hat er hat eigentlich nichts dazu gesagt, ne? Er hat einfach nur... Ja, Mo auch, so. Mo hat einfach mit nur Donations, ja, da gibt es doch mehr um die Geldspenden. Nur mit Donations, die hier angezeigt werden, hat er 125 € in einem Stream gemacht, in einem. Mein Rekord waren... Oh, wie viel waren das? Auf jeden Fall auch über 100 an einem Tag. Da war Jan van Zieland sehr aktiv. Oh also ich bin raus, ich werde nicht gezwungen. Ach, siehst du, wir haben dich vergessen. Okay, du hast ja gefragt, das heißt, du siehst ja so oder so schon mit. Oh, ich habe eine Pflaume bekommen. Die muss ich sofort nutzen. Oh, Uni, du hast Denken auf. So. wir erwähnt haben. Oh, dann, ja, wer hustet denn da so schön? Olli? Hm. Ist langweilig. Warum denn das? Weiß ich nicht. Irgendwie mache ich hier seit 3 Tagen nichts anderes. Wollte eigentlich nicht heute Tanja wieder vorbeikommen? Eventuell. Sie hat gesagt, vormittags schafft sie es nicht, nachmittags ist da, hat sie gesagt, gestern. Ja, ich hatte heute schon mal mit ihr telefoniert. Bei mir schreibt keiner mehr in den Chat. Traurig. Ich weiß was, wenn ich beide Katzen rufe, kann ich ja Enemy rufen, ne? Was kannst du rufen? Enemy. Mi Annie hört sich scheiße an. Ja, Mi Annie hört sich wirklich nicht so gut an. Enemy ist viel besser. Du musst deine nächste Katze nennen. Enemy. Ja, ja, und dann gucken mich die anderen zwei doof an, weil sie sich angesprochen fühlen. Hier hat mein Vater das früher bei meinem Cousin und mir gemacht. Der hat einfach die Anfangsbuchstaben genommen. Stand er da und hat nur noch Auge gebrüllt. Ja, man soll ja auch irgendwie immer Tiere Namen mit einem I am Ende geben, ne? Oder nennt sie nicht Enemy oder so, wie du auch mal nennen willst, Enemy oder keine Ahnung. Sondern du nennst sie einfach Ami. Ich leg mir erstmal kein Tier mehr zu. Ich werde jetzt erstmal zusehen, dass Annie hier bleibt. Ist es die du eigentlich abgeben musst, bald? Ja. Also. Was ich kann nur sagen, nicht Starwider-Gebiet ist das einfachste zu besetzen. Wie spät fängt der SSO-Stream an? Planmäßig bald. Ich weiß es nicht, also ich muss erstmal gucken, wann ich mit aufgebraucht ist. Richtig, na, dann ist ja erstmal SSO vorbei und dann müssen wir, SSO, Shakes and Fidget, und dann brauchen wir mindestens 15 bis 20 Minuten dazwischen, bevor man einen neuen Stream beginnt, weil sonst kommt keine Benachrichtigung und der alte Stream wird automatisch weitergeführt. Und das wäre beides doof. Und Olli muss mal Pipi dann. Das ist seine Pipi- und Kaffeepause. Das Gute ist, gegessen habe ich schon. Ja, aber Pipi und AA und alles muss auch mal. Ich hab's halt geschafft, einkaufen zu gehen. Ich war so stolz auf mich selbst, ja. Ich wollte seit Freitag einkaufen gehen, ich hab's immer wieder verschoben und heute war ich einkaufen. Also ich kann ja mal kurz durchrechnen für dich. Lena, kann ich ja mal kurz durchrechnen, wie lange ungefähr der Stream noch geht. Ich habe noch recht wenig Abenteuerlust, das heißt, ich bin bald durch. Ich guck mal kurz, ich spule mal hier ein bisschen vor. Circa eine halbe Stunde geht der Stream locker noch. Mein Stream ja noch gar nicht lange, oder kommt mir das so vor? Eine Stunde bis jetzt. Und kommt mir nur so vor. Na, ich wollte heute eh nur eine schnelle Runde Shakes and Fidget machen, aber das ist mal das gleiche, weißt du? Kam mir gerade vor, wie gefühlt 3 Minuten oder so, die wir das jetzt machen. Da kommt es auch gerade mal für eine halbe Stunde vor. Also 5:30. Nee, Tendenz geht eher auf. Wenn ich jetzt ehrlich bin, macht es eigentlich erst Sinn, so ab 19 Uhr anzufangen. Ja, und dann bist du ja Olli und dann dauert das nochmal so locker eine Stunde mehr. Ja, also ich schätze mal so zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr, aber Tendenz geht auf 19 Uhr, weil zur Armbrotzeit, da bringt es aber nicht wirklich viel. Aber Lena wird mir recht geben. Aber Armbrotzeit ist bei mir anders. Weißt du? Robenek. Bei mir ist Abendbrotzeit vorm Rechner. Can speak Czech? No, I cannot speak Czech. Ja, auch, aber sie speak halt German. Bei mir so, keine Ahnung. Ein Wort, ich glaube, ein Wort kann ich auf Tschechisch. I speak German and a little bit English, but not. Warte. Kannst du Tschechisch? Ich glaube, ein Wort. Ich habe jemanden in meiner Klasse. Aber wenn es nichts Beleidigendes ist, kannst du. Ich habe jemanden in meiner Klasse, der Tschechisch kann. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, Spatsch ist tschechisch und heißt Schlafen. Wie heißt der? Nein, nicht der. Das Wort. Nein, ich meine, das der gerade reingeschrieben hat. So. Was ist wie, wann, weshalb? Wie heißt der gerade reingeschrieben hat? Wahrscheinlich Robin, vermute ich mal. Ah, jetzt wird er was fragen, ob ich etwas mag, aber ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Okay, warte. Ich muss mal kurz Google fragen. Achtung, 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 ich hab was. Also, warte. Meine Quatsch wäre tschechisch. So. Okay. Was? Es kam nichts an. Was? Echt? Es war zu dumpf. Ich mach's mein Handy auf so laut, wie es nur geht, ja. Und auch ans Mikro halten, ne? Gehört? Ja. Ja, aber nichts verstanden davon. Nee. Aber man hat's verstanden, also man hat... Man hat was gehört, ja. Man hat Wörter gehört, die man nicht versteht. Man hat aber verstanden, dass ich es gesagt habe. Das Wort, was er geschrieben hat, heißt übersetzt löschen. Das heißt, ob do you like löschen, ob ich mich selbst löschen möchte? Nein, nicht wirklich. Lenas Nachrichten wurden alle gelöscht. Kendra, wenn Olli 19 Uhr sagt, ist er halb 8 bereit, loszureiten. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, sag ich ja. Dann, wenn Olli sagt 19 Uhr, machen wir plus eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, was. Hör mal, du bist der zweite Thomas Gottschalk, ja? Kommt auch immer so spät, oder was? Ja, der hat doch früher auch hier alles im Fernsehen überzogen. Besser zu spät kommen als zu früh. Aber, ja. Ja. Jetzt danke, jetzt hast du mich rausgebracht. So bin ich wieder da. Can you create a new character on Czech server? No. No. I'm off my German server. Das ist noch nichts, wenn and to international server. Dann kann ich noch in Ruhe duschen gehen und Armbrot essen. Na, du kannst ja auch um 18 Uhr Armbrot essen. Früher war immer 18 Uhr die Zeit, wo wir immer am Tisch saßen. Nein, 19 Uhr. So, ich hab dann, wieder was. Dann war nämlich früher, bei meinen Eltern war immer unter uns zu Ende. Ja. Und dann ging es immer los mit... Also das war früher immer so das Typische, ne? Meine Eltern haben früher immer die ganzen Serien geguckt. Also ich weiß nicht, ob sie die immer noch schauen. Nein, ich musste immer sämtliche ZDF- und ARD-Krimis mir angucken. Also was wie Tatort und so weiter? Richtig, das haben sich meine Eltern immer angeguckt. Und als ich dann mal so in das Teenageralter reinkam, da kam ich dann mit Verbotene Liebe um die Ecke und dann wurde dann darum diskutiert, wer dann guckt, weil irgendwie lief alles zur selben Zeit. Okay, ich mache jetzt. My level on new server is 91. My level on the new server, the server 40. Ist 102. 102? Ja. 102? Auf den... Hast du 900 gesagt? 100. 100. Ja, 100, ja. Ging nur so weit. Ja, ich habe mit dem Server ja vor 3 Wochen angefangen, da hat der neue Server aufgemacht. In Tschechien hat einer aufgemacht und in Deutschland. Ah, kurz Werbung schauen. Kennerer, warum sind wir beide... Was? Sowas kenne ich nicht, hat man da? Das habe ich überlesen. Was kennst du nicht? Kenner, warum sind wir keine Freunde mehr auf SSO? Keine Ahnung. Ich hab nichts gemacht. So, ich frage mal den Robin wieder was. Jaké je počasí v České republice? Oh, was mit... Irgendwas mit Publik, ja. Ja, ja. Das Dumme ist, wenn er jetzt in seiner Sprache antwortet, dann musst du den Text rauskopieren. Du warst auf einmal nicht mehr in meiner Freundesliste. Ja, keine Ahnung. Wir sind doch befreundet auf jeden Fall. So, ich habe den zweiten Account fertig. Ist irgendwie noch gar nicht. Ah, nee, mach ich nicht. Ich hab nur 13 Pilze. Gibt's denn da Leckeres? Kuchen. Milka-Kuchen. Baba! Ach, von gestern noch? Ja, genau. Krieg ich auch einen, wenn ich deine Mama lieb hab? Mama? Kriegt Uli auch einen, wenn sie dich lieb hat? Jetzt kam das letzte Stück. Obwohl, ich habe das Stück noch gar nicht angefangen. Sie hat gesagt, ich esse gerade das letzte Stück, aber ich habe das Stück eigentlich noch gar nicht angefangen. Achso. Du kannst doch mal kurz zu Rewe oder so düsen und dir eins aus der Tiefkühlung holen, ja, und kannst es ja auftauen und heute Abend essen. Boah, das wollten, meine Tochter kam doch mal um die Ecke, von wegen. Also es wird schwer zu dir zu kommen, Oliver. Ich wohne in der Nähe von Olli. Ja, ich weiß. Ah, die Guild ist auf Platz Nummer 9. Haben doch mal Uli? Meine... Uli? Ja. In dem Stream auf dem Weg zur Gamescom, war jemand mit blonden Haaren, warst du das? Wir hatten Anja und... also du Anja und Anja, ne? Anja ist definitiv blonder als ich. Ich habe nur so restblond von irgendwann mal Strähnchen färben. War Anja dieses Jahr auf der Gamescom? Ja. Oh Mann. Okay, das schaue ich mir später mal an. So. Aber dann ist die Frage, seit wann trägt sie eine Brille? Hä? Es war jemand, nee, der Brille hatte ich. Translate, ja, was? Translate bei Google? Ja, wie gesagt, ich habe Restgedöns von blonden Strähnchen drin. Ja, kann sein, dass es so war. Ich habe ja nicht ganz wirklich geguckt, ich habe nur kurz mal geguckt, ob ihr wirklich auf der Gamescom wart, damit ich gucken kann, wie voll es ist. Also ob ihr gefilmt habt, wie ihr auf der Gamescom wart. Selbst mit dem WLAN von der Gamescom hast du keine Chance. Außer du bist halt wirklich im Dingsbereich da, wo die ganzen YouTuber abhängen. Mhm. Ja, wieso dürfen wir da nicht rein? Lena hat geschrieben, ich will versuchen, dieses Jahr zur Gamescom zu kommen. Ja, viel Spaß, ne? Ich komme. Dieses Jahr bin ich nicht da. Aber nein, nächstes Jahr habe ich geplant. Ich komme. Dieses Jahr ist sowieso schon vorbei. Da wird nicht mehr so viel los sein dieses Jahr auf der Gamescom. Nee. Ist sie überhaupt noch da? Ne, da wird jetzt eine andere Messe gerade drin sein, vielleicht, keine Ahnung. Also die Hallen bleiben immer da. Ja, ja, die Hallen, die bleiben immer da, die sind ja da... Die reißen sie nicht zwischendurch ab. Nein. Die werden ja auch als Wahllokal und beziehungsweise zum Stimmen auszählen und sowas genutzt. Okay. Das ist immer toll, da sitz ich dann da und bin Stimmen am Auszählen und nebenbei geht mir durch den Kopf, hier kriegst du normalerweise das ganze Merchandise zu kaufen. Aber war's in Halle 5, ja? Ja. Ich will versuchen nächstes Jahr Gamescom, ich kann aber nichts versprechen. Achso, wir sind auf jeden Fall am... Samstag. War es der 29.? Keine Ahnung. Ich weiß es das auch gerade nicht. Denkst du dran, für mich Karten mitzubestellen, Olli? Sag mal, gibt's für die Gamescom keine Gruppenkarten oder sowas? Nee, die sind ja so schon total günstig. Wenn sie noch Gruppenkarten machen würden, würden sie ja gar nichts mehr einnehmen. Ja, so. Das fällt mir nur gerade ein, weil ich jetzt Anfang Dezember wahrscheinlich auf der EMS bin. Samstag, 29.08. Doch, der 29., ne? Mhm. Gamescom 2020. Mal gucken, ob es schon Tickets gibt. Aber eigentlich erst geht's das erste Mal los. Teilnahme. Ah, hier. Ich wollte jetzt Anfang Dezember, wollen wir zur EMS. Hatte ich jetzt einen Kumpel mal nachgefragt, ob er da hingeht. Und, also so einen alten Zockerkumpel, wir haben es wir haben jahrelang zusammen Fiesta gezockt, Olli. Ich weiß nicht, sagt dir Hubschrauber was? Ja. Ja. Den habe ich letztes Jahr, wir haben ja Ewigkeiten über WhatsApp Kontakt gehabt und alles, aber uns nie persönlich gesehen. Und ich weiß ja, dass es so ein kleiner Tuning-Freak ist, und da bin ich dann letztes Jahr war ich auf der Essener Motorshow, und da habe ich dann ein schickes Auto gesehen, habe das einfach mal abfotografiert und habe runtergeschrieben, so liebe Grüße aus Essen. Komm zurück, ich bin auch hier. Da haben wir uns nach 10 Jahren das erste Mal gesehen. Ey, wir waren nachher so blau. Das haben wir so gefeiert. Aber irgendwie hast du schon mal das Hit gehabt, glaube ich. Weiß ich nicht. Und dieses Jahr wollen wir da wieder hin. Habe ich ihn mal angefragt, ob er hingeht, sagt er ja. Und dann hat er gesagt, ja, wenn wir da so viele Leute werden, dann guckt er mal nach einem Gruppenticket. Weil hier aus meiner Region will keiner mit mir hingehen, und alleine finde ich sowas doof. Mhm. Ich meine, eins, wo ich vielleicht alleine hingehe, ist ins Kino. Also wiegst meine Ruhe und keiner textet mich zu, wenn ich da Film gucke. Dann gehen wir mit kleinen Kindern ins Kino. Ach, so schlimm ist das nicht. Mama, mir tut der Hintern weh. Beste war dann Katharina. Boah, Mama, kannst du dich mal die Klappe halten? Oh, Mann. Wo ich im Kino saß und auf einmal dann war da einer von Waititi zu sehen im Film. Und ich sag, okay. Oh, Mama, der Gamescom-Bot hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. So, ich brauche jetzt einmal einen T für Tickets. So. Tickets kaufen wäre T0. T0. Das Koppelinsel. Der offizielle Ticketshop. Hier kannst du die Tickets für die Gamescom 2020 kaufen. Generell gilt, gültige Tickets für die Gamescom sind nur im Ticketshop der Gamescom erhältlich. Für andere Online-Plattformen übernehmen wir keinerlei Gewähr und Haftung. Na gut, kein Problem. Tata. Oh, das ging aber schnell. Sämtliche Eintrittskarten sind ausverkauft. Was? Ja, wahrscheinlich von diesem Jahr. Da steht Gamescom 2020. Ja, dann ist das noch nicht freigeschaltet. Nee, gehe ich auch von aus, weil so schnell geht das nicht. Muss selber erstmal gucken, wie ich nächstes Jahr nach Berlin kommen soll. Bin überlegen mit Auto. Also mit Auto kommt man also in Berlin rein, ist immer solche Sache, ne? Könnte sehr chaotisch werden. In der Nähe von den Grüntalrennen gibt's doch einen Transporter. Wie heißt der Standort? Grüntal, ist das nicht Sandfield Farm? Das ist doch da oben, ne? Von der Sandfield Farm kannst du doch direkt... Probier's aus. Oder meinst du hier Sturm, wie heißt das, Sturm? Ich will da, wo die zwei Rennen sind. Da steht ein Transporter oben an der Mühle. Mhm. Das müsste Sunfield Farm sein, glaube ich. An der Mühle? Nein. Weiß ich jetzt nicht gerade, welches Rennen du meinst. Egal. Dann mach ich an der Sunfield Farm weiter. Hi Irene, Mighty Daughter. Goldspur, schreibt Lena. Ja. Ich will nicht in Berlin rein, sondern in deine Richtung. Jana? Ja, okay, dann musst du von oben kommen, ne? Dann bist du ja nur auf der A10. Dann ist ja... Dann nichts im Weg. Traurig. 2 aktuelle Zuschauer und keiner schreibt. Alle, die beim Stream sind, mal bitte schreiben. Ja, ich weiß gar nicht, also bei Shakes and Fidget habe ich auch immer recht wenig Zuschauer. Alle, die bei Fabi zugucken, schreiben jetzt einmal Hashtag Fabi. Hashtag Fabi. Okay, also ich schreibe mal vor. Hashtag Fabi. Ich weiß zwar nicht, was das bringt und was das ergibt, aber... So, wie sieht's dann bei mir aus? Klarsichtfolie. Warum ist auch Irene bei dir und nicht bei mir? Ich weiß es nicht. Das ist wie immer eher bei mir. Gehen sie dir fremd? Hashtag Fabi, ja. Ich habe in deinem Stream Hashtag Klarsichtfolie Amir reingeschrieben. Gehen dir deine Zuschauer fremd? Fabi? keine Ahnung. Ja, bestimmt. Bei mir ist ja auch nichts los. Vor allem Irene. Es ist auch eine Zeit, ne, Punkt 1, Shakes and Fidget ist eh ein Spiel, was sich nicht so viele Leute anschauen. Und ne? Was irgendwie so und ziemlich keiner kennt von den Freunden, die ich habe. Und Punkt 2, es ist total die dümmste Zeit für so ein Stream. Ja, sorry, dass ich 14:05 Uhr Schluss habe. Ja, nee, nicht, die meisten Leute schauen erst abends zu, ne? Weil abends nach dem Abendbrotessen chillen sie vorm PC oder was ich weiß. Aber guck mal, da kann ich dann meistens wieder nicht. Das ist halt doof wegen der Zeit. Dabei musst du innerhalb der Woche immer im Bett sein? Gegen 20 Uhr oder so. Doch so früh schon, ja? Ja. Warst du gestern nicht auch erst um 21 Uhr oder so? Ja, das war ein bisschen später, aber ich lese dann immer noch ein Kapitel von meinem Buch. Ach so. Oh, da hätte ich bei meinem Buch aber viel zu lesen. So langsam wird's weniger. Und wie viele Kapitel hat denn dein Buch? Ich hab's noch nicht durchgeguckt, aber es sind wahrscheinlich nicht so viele Kapitel, aber dafür dicke Kapitel. Meins hatte 12 und ich habe gestern das zweite Kapitel zu Ende. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viel das kann sein, dass es 12 hat, ja. Aber ich finde mein Buch, also ich kenne ja die Filme dazu und ich finde das Buch trotz allem recht interessant. Weil da also ich gucke lieber Filme, als ein Buch zu lesen. Ja, nee, ich habe damals, ich habe mich so drüber geärgert. Mein Ex-Freund war die Leseratte hoch 10 und der wollte sich damals die Twilight-Saga zulegen. So, dann bin ich hingegangen und habe ihm die komplette, also gab es als Box und die habe ich ihm dann zu Weihnachten geschenkt. Hat mich 80 € gekostet. So, na gut, man hat zusammen gewohnt, die Bücher wollte ich auch mal lesen, wäre ja auch nicht das Thema gewesen. So, was macht er? Nachher betrügt mich und ja, zieht samt den Büchern aus. Und ich stand da und denke mir, ich will die Bücher lesen. Oh Mann, das ist ja geil. Nee, ich will die Bücher lesen. Ja. So. Der Rest egal. Die Bücher. Nee, der hatte teilweise richtig schöne Bücher. Also, wo die auch fast alle auch verfilmt worden sind. So, Tintenherz-Saga und sowas. Bücher. So, und jetzt, wo ist diese. Ich hab's geschafft, allein durch diese offenen Bücherschränke, die ja mittlerweile überall aus den Böden schießen, habe ich es geschafft, die Twilight Saga wieder zusammenzukriegen. Und es hat mich nichts gekostet. Mein Greifendrache bleibt noch 4 Tage, ne? Ja, und du hast ihn so gut wie nicht genutzt, weil du nicht gespielt hast. Das heißt, du hast eigentlich die 25... Schon. Am Anfang schon. Ein Tag. Nein, da habe ich mit... Also, als du auch nie wirklich aktiv warst, da, wo auch noch angefangen habe, da haben wir wirklich jeden Tag gezockt. Gar nicht wahr, dann wärt ihr schon her vom Level. Na, vielleicht haben wir auch nicht viel gezockt, das weiß ich ja nicht. Wir haben jeden Tag gezockt, auch wenn es nur 1 Minute war. Es war keine Minute. Und wenn wir nur rumgestanden haben, ne? Aber wir nebenbei halt Minecraft gespielt. Wenn ihr nur rumgestanden habt, wie hier bei Fiesta, die DDDs, ne? An der Treppe. Mhm. Wie lange muss man sich nach einem Dungeon-Kampf ausruhen? 1 Stunde. Steht da auch, die Zeit läuft dann ab. Nein! Etage 2, du schaust dich um, Spinnen und Ratten bevölkern. Ah, ich kann okay drücken! Bitte lass mich gewinnen, bitte lass mich gewinnen. Ich glaube, ich gewinne, Olli. Ich hoffe es. Ficken, Mann! Ich gewinne, ich gewinne! Ja! Noch 10 Minuten und 12 Sekunden. Und dann... Ich habe keine Dings mehr, ne? Das kannst du vergessen. Ich habe hier... keine Treibsanduhren mehr. Echt? Ich habe noch 7 auf einem Account und auf dem anderen habe ich, glaube... 8, ja, genau. Irgendwann versuche ich auch dich mal anzugreifen. Wirst du sofort verlieren. Ich weiß. Habe ich ja schon bei Leonie. Babalalala. Jede? Du machst die Staffel bei Level 14 ankommen. Wem könnte ich denn noch aus der Gilde angreifen? Ich nicht. Leonie könnte ich mal versuchen. Vielleicht hat sie ja auch was ich noch gebrauchen könnte. Hast du so viel? Na, ich kann Nora angreifen. Ah, mir fehlt noch eine Scherbe. Ich bin erstmal weg. Bis dann erstmal, Lena. Adieu. Ja, ich gewinne gegen Nora. Ja, bin ich mal ein HP abgezogen. Kann ich, nee. Aber ich muss 10 Minuten warten, bis sie wieder angreifen kann. Ja, ich muss jetzt kurz 5 Minuten warten, bis ich mal Leonie angreifen kann. Ich habe ja noch andere Accounts. Mal gucken, was ich hier aus Leonie rausbekomme. Ja, ich habe auch die besten Namen auf Shakes and Fidget, muss man mal so sagen, ne? Nichts. Von Leonie bekomme ich einfach mal nichts. Olli, wie geil findest du meinen Namen auf Shakes and Fidget? Fabi Tomati blöd und Fabi Tomati doof. Das Thema hatten wir doch vorhin erst gehabt. Ja, ich weiß. Das war ultra geil. Wird nur noch dumm. Ja, könnte ich auch noch machen. Ich hab den Link dann noch, also. Ja, ein bisschen was habe ich noch von Leonie bekommen. Neuer Charakter. Krieger, Magier, Berserker, was ist da hinten? Hate. Kundschafter, Hate. Kampfmagier, Hate. Assass, keine Ahnung was. Assassin. Hm? Assassin. Ja. Der Assassin. Ja, Assassin. Was also? Aber frag mich nicht, wie man das schreibt. Es kommen jede Menge A's und ein S drin vor. Ja, das steht hier, ja. Und ich glaube, die S sind immer doppelt. A, S, S, I und das kann ich überlesen weiter, weil da ist irgendwas vor. Also soll ich noch einen Berserker machen? Ich spiel's doch eh kaum. Ich mach Kampfmagier, komm. Ja, beim Kampfmagier finde ich es total lustig, dass man den einfach mal knallhart wie ein Krieger skillt. Obwohl es ja eigentlich auch ein bisschen Magier ist, aber trotzdem komplett aus und Stärke. Die haben ja immer so eine komische Hautfarbe. Also kann man ja anders machen. Ah, okay. Du kannst auch Mensch, aber weiß ich was auswählen. Ja, ich sehe es gerade. Nein, ich hatte voll die schöne Hautfarbe. So, ich hoffe, dass es wieder kommt. Ich bin nicht gestalkt. Aber so... Ja, das ist cool. Hey. So, noch 17,5 Minuten. Fabi... Tomati. Dumm. Dann haben wir es durch. Nach 17,5 Minuten. Okay, welche Welt? Rosa rote Blümchen Welt. Jetzt gibt's ja nicht. Jetzt könnte ich ja 39 eigentlich machen, weil ich bin auf 37 schon und auf 38. Ja, 39 haben wir auf jeden Fall auch eine Gilde. Ja, dann mach ich 39. Okay. Also wir sind vertreten auf international 32 und 35 und auf Deutsch 36, 37, 38, 39 und 40. La. Hab ich. Keine Tipps und Zellen. So, ich hab schon wieder Hunger, ne? In jedem Kampf verpasst der Feuerball den Gegner einen Export. Oh, das ist geil, ich will das mal ausprobieren. Ich hab noch Lebkuchen, Olli. Nee, ist mir ein bisschen... Obwohl, Lebkuchen mit irgendwas gefüllt oder einfach nur so? Mit Schoko. Genau, einfach nur so, ohne irgendeine Füllung, oder? Ja, ja, mit Schoko. Ja, die finde ich dann ganz okay. Diese Weihnachtsdinger halt. Ja, es gibt immer welche mit irgendwie, keine Ahnung, Marmelade gefüllt oder so. Nee. Oh ja, Marmelade. Ja, Franzi steht auf die Dinger. Was? Oh, Franzi ist da. Hi, Franzi. Hallo. So, in 8 Minuten und 36 Sekunden. Nee, Quatsch. Was habe ich vorhin gesagt? 17,5 Minuten gehen danach noch. Also in 17,5 Minuten bin ich theoretisch durch. Dann werde ich mir gleich noch ein leckeres Essen zubereiten. Soll ich uns so lange hier im Channel lassen? Warten, ne? Fabi, du bist dann auch durch, du hast doch so viele Treibsanduhren. Stimmt. Ja, dann die alle theoretisch wärst du dann auch durch. Soll ich euch uns dann hier im Channel lassen? Ja. Da geht ihr dann bald weiter. Ja, bald genau. Ja. Ach ja. Ich hatte uns ja gestern rausgezogen, weil wir ja nicht mehr am Streamen waren. Und dann irgendwie haben wir verpeilt, uns da wieder reinzupacken. Yeah, ich bin Level 1! Ich gehe mal kurz bei Pia in den Stream. Da schaut niemand zu, außer ich jetzt. Oh lol. Was ist Stream-Hopping? Ich mal die Farben geschickter machen, dass man weiß, welche... Hat sie Barbie gelesen? Kannst du mal? Wenn du fertig mit Shades of Fidget bist, können wir gerne mit dir reden. Ha! Wenn du ich hasse diese Schmitte. Wir spielen doch schon die ganze... wir reden ja, aber wenn wir damit fertig sind, kann man mit ihr reden. Ach so. Aber wir spielen auch danach gleich essen. Ist oder? Mein Name gefallen. Meiner? Echt? Olli will heute ganz viele... Nee, bitte nicht. Es gibt auch ganz viele Sterne suchen. Woher weiß sie das? Wer hat gespoilert? Vielleicht hat sie ja reingeschaut. Die Sterne in Star Stable, Niki. Sterne in Star Stable, Niki. Wir hören alles. Ach nee. Hier so extra, dass man das Spiel noch schön hören kann. Ah, ich hab's dir gestern schon gesagt. Alles klar. Leute, du kannst trotzdem mitnehmen. Du kannst in den Livestream-Channel, wo wir gerade sind. Bei uns. Du bist YouTuber. Da hab ich alles doppelt. Ich hab meins schon runtergeschraubt ein bisschen. Ach ja. Ach, er redet mit Fabis. Ja, da kann ja die Niki nicht drauf. Tut dir gar nicht. Sie checkt ja nicht, dass wir der Erste sind. Ich hab erstmal ein Like da gelassen. Ja. So, meine Rennen sind fast alle durch. Weißt du, was ich jetzt machen könnte? Jetzt hat sie ein Dislike und ein Like. Aber ich like die doch. Montana Black war gestern unterwegs und hat Leute, die Fortnite gespielt haben und gestreamt haben, ne? Der hatte Donations rausgehauen, ne? Nein! Bei jeder Person, die haben einfach mal 1.000 Euro gespendet bekommen von Montana Black. Nein. Da dachte ich mir schon, wäre ich live gewesen, ja? Wäre ich auch live gewesen. Dann kommt einfach mal eine 1.000 Euro Spende rein. Oh Mann, jetzt bin ich voll traurig. Das ist genauso. Hat gestern 8.000 Euro rausgeschmissen, ne? An 8 Fortnite-Streamer über YouTube. Wie ihr Als mein Vater 3 Tage, also er hat halt Zahlen getippt. Und wenn er genau diese Zahlen vor 3 Tagen getippt hätte, hätte er 100.000 Euro oder so gewonnen. Ja, so zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ne? Hatten wir gestern anstatt SSO Fortnite gestreamt? Ja! Hätte jeder von uns jetzt einen Tausender vielleicht. Ja! Oh Mann, oh. Aber nur vielleicht. Und meistens macht er das auch Twitch und ich hab keinen Twitch. Abi, die werden dir, glaube ich, sowieso nicht ausgezahlt. Ja, ist doch egal. Ich brauch die auch eigentlich gar nicht wirklich. Ah, guck mal, selbst Pier mit 16 bekommt schon ihre Kohle, ne, und... Ja. Und hier, Ab hier geht ja auch auf die Berufsschule. Ja, aber sie ist noch keine 18 und... Sag doch mal, wie heißt sie? Hier, die Lucy, die war 13 oder 14 und hat da schon ihre Kohle gemacht. Ja, weil die jetzt aber auch so viele Abonnenten hat wie du. Ja. Da 1000 Abonnenten brauchst du und ein bisschen Reichweite bei YouTube und dann bist du Partner. Obwohl, über TV-Stream kannst es jederzeit sein. Also Olli, jetzt könnte es noch länger dauern, weil ich habe mir jetzt einen neuen Account gemacht, habe ich jetzt auch. Ja, mit dem neuen Account dauert es locker 2 bis 3 Stunden, wenn du die komplette ja, weg haben willst. Ja, da habe ich jetzt noch 96 Abenteuer los. Kannst du mich dort auch an eine Gilde einladen? Theoretisch, praktisch, Also ich heiße Fabi Tomati Dumm, so irgendwo. Ja, das dachte ich mir schon. Ich hab dich gefunden. Wie müsste dann der nächste eigentlich heißen? Ich kann dich in 27 Sekunden angreifen. Bitte nicht. Boah. 17 Sekunden. Mal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und sie wird angegriffen. Ein Schlag. Und sie ist weg. Ich bin auch erst Level 2. Und ich habe alle 3 Items von ihr bekommen. Die hatte ich alle 3 noch nicht. Ach ja. Dankeschön, Fabi. Bist du schon in der Gilde? Nee. Du hast die Gilde noch nicht angenommen. Ui. Bist du Mailea oder so? Ja. Wo? Beitreten. Aber Leonie ist doch wirklich überall drin. Ne? Kannst du raten, wer Leonie ist? Warte. Gilde. Kleines etwas. Richtig. Wie heiße ich nochmal auf dem Minecraft-Server? Großes etwas. Kleines etwas. Nicht großes etwas. Na, so klein bist du gar nicht. Fabi schreibt auch Mann. Wie jetzt? Ja, du hast irgendwas gesagt, habe ich halt auch Mann geschrieben. Ach so. So, ich glaube, ich bin so langsam durch, wa? Ich gleich erst. Ich gucke mir gerade mal ein bisschen Werbung an. Ich könnte auch noch ein paar andere Sachen theoretisch machen. Aber die mache ich immer so nebenbei. Obwohl, einmal kann ich Abenteuerlust nochmal aufpushen bei meinem neuen Charakter. So, hier ist es auch erledigt. Hier bei dem. Da geht's gleich nochmal. Also bei einem Account habe ich noch 17 Abenteuerlust. So. Und beim anderen fehlt mir nicht mehr viel. 7 Minuten 30 braucht er noch, die sind aber genau jetzt erledigt. Und hier kann ich jetzt nochmal einmal Abenteuerlust auffüllen. Abenteuerlust 0. 5 Minuten, scheißegal, übernehmen wir jetzt einfach mal. So. Yay, Level 3! Wo ist das Rechnen da? Annehmen. So, noch so in circa 10 Minuten. Oh, hier wer ist das dann? Was ich voll mag, wenn Olli das auf Keyboard spielt. Wer spielt was auf Keyboard? Du spielst manchmal dieses eine Lied, was gerade kam in der Werbung bei mir. Auf Keyboard, und ich mag das halt voll. Ach, da verwechselst du mich gerade. Nee. Safe nicht. Oh, ich kann das jetzt nochmal auch machen. Oh, mir fehlt noch eine scheiß Scherbe. Gucken, wann ich die habe. Das bringt Scherben, das hast du mir noch nicht beigebracht. Die Scherben bekommst du ja erst ab Level 50, ne? Also von daher. Die sorgen auf jeden Fall im Nachhinein dafür, dass du Tavernenaufträge machen kannst und gleichzeitig Arena und Dungeon und so weiter und so fort. Ach so. Also du kannst mehr gleichzeitig machen und musst nicht warten. Barbie? Ja? Dir eigentlich mal eingefallen, wo die anderen zwei Token in Epona sind? Nee. Ich kann ja mal gucken, ob ich den Ordner wieder öffnen kann. Alter, das habe ich jetzt schon. Also, hier ist nichts mit Star Stable oder das. Wow. So, ich guck mal. Du bist Kapitel 4? Ne, 5. Wir haben 2 in Epona vergessen. Ich versuche das zu finden. So. Nee, kann sogar sein, das hatten wir Golden Hill schon gemacht. Hab ich gestern noch gemacht. Wir sind definitiv in Epona. Okay. Ich habe gestern noch. Oh, jetzt können alle Leute noch mal kurz gucken, wo die ganzen Tokens sind. Shakes and Fidget. Also hast du alle in Golden Hits? Ja, und Dinotal. Dinotal hast du auch. Okay, Dinotal kann ich auch vorstellen. So. Und aus Pandoria hast du ja auch alle, ja? Nee, Pandoria kommt noch. Hast du schon mal den Hühnern? Hühner? Ja, bei den Hühnern im Stall gab es doch einen. Und bei 2 Kühen in Epona. Ja, ich zeig dir die im SSO-Stream, wo die sind. Okay. So, ich greife Dümmerchen an. Und ich habe sie angegriffen. Welches Level ist die? Ich bekomme nichts. 41 nur. Okay, bitte lass uns Gutes drin sein. So, 2 Rennen noch, dann bin ich durch. Ja, 2 Holz gewonnen. 2 ganze Rennen. Ich kann absolut gar nichts bauen, Olli. Ich brauche 35 Holz und 12 Steine. Ich habe 3 Holz und 3 Steine. Und einer. Du kannst erst mit 25 bauen. Mit Level 25. Vorher ja, geht nichts. Bis dahin brauche ich ja eh schon ewig. Weißt du doch. Aber wenn du Level 25 bist, kannst du sofort bauen. Da brauchst du kein Holz und keine Steine. Zumindest nicht fürs erste das Gebäude. Sind 10 Level. Schafft man in einem Tag, normalerweise. Ja klar, du hast... hier, Schildkröte hat gesagt, ja, schaffst du vielleicht an einem Tag Level... Bis Level 10 hat er zu mir gesagt. Ja, Level 10 schafft man locker. Wenn ja noch XP-Event ist, wenn du dann in der Gilde drin bist, wo normalerweise 50 Leute ja, drin sind, dann geht das alles ganz ohne XP-Event. Nee, dann sieht es ein bisschen kritisch aus. Ja, aber ich hab's trotzdem geschafft, Level 10 zu werden. So ist ja nichts. Oh, Mike hat sich gemeldet. Was denn? Ich kann nicht schnurren und mauzen. Manos noch 8 Sekunden, an die 5 Sekunden. 3, 2, 1. So. – 103 Lucky Coins, ich bräuchte 190, dann könnte ich hier die beiden Quests fertig machen. Mach ich morgen. So, der vorletzte Kampf. Und ich kann in 18 Sekunden wieder jemanden angreifen, wem greife ich denn an? Entweder 60x70 oder 70x90. Gibt es noch keine 10.000 Spieler auf S40? Doch. Ich komme mir gerade alle Sachen im Waffenladen. Kostet aber auch Geld und Pilze teilweise, ne? Musst du aufpassen. Geld! Ich glaube, ich habe einen Pilz ausgegeben. Boah, ich bin so voll auf Diamond Painting im Zug, ne? Ein Pilz. Olli. Da musst du mal wieder was dir holen. Ja, aber ich habe gesagt, vor dem Umzug will ich damit nicht mehr anfangen, sonst hänge ich nachher so mitten im Umzug und hab ein halbfertiges Bild und das ist dann scheiße. Mir wäre es eh viel zu viel Arbeit. Ja, du hättest mal das Ding von Tanja sehen müssen. Ja, ich weiß. Was? So, was war ich am Fluchen, ey. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Was hatte denn Tanja? Geburtstag. Ja. Ich war ihr Geburtstagsgeschenk, da war ich drüber am Fluchen. Ich hab's. Boah, ich war jedes Mal verpflichtet, gegen die Wand zu klatschen. War's teuer oder? Es war jede Menge Arbeit. Ich glaube, ich hab dann drei Monate oder so dran gesessen. Was war denn das? Diamond Painting Bild von ihrem Hund. Oh. Insgesamt, ich glaube, 70.000 Steine. Haben wir ausgerechnet. Okay, das ist schon recht viel. Ja. Und alle schön einzeln per Hand gesetzt, ne? Oh. Hat man wirklich ihren Hund erkannt? Ja. Oh, das ist aber schön. Waren das so kleine Steine oder groß? Ja, ja, das sind so ganz kleine Steine. Kleiner als Kieselstein? Ja. Ach du Scheiße. Respekt. Ich hätte so ein Level gestiegen. Ich hab alle Rennen durch und bin jetzt Level 10. Wunderbar. So, jetzt. Hühner und was waren das? Kühe? Keine Ahnung. Ja, wegen den Pfoten. Achso, Kühe, ja. Und Kühe, ja. Ich kann jetzt mal eben zurück. Bei der Sturmfarm. Bei der Sturmfarm? Ja, bei der Sturmfarm, wo du so Richtung Mondsicherdorf reiten kannst, ist ja so ein Tor. Wo wir mal rübergesprungen sind über die Mauer. Und daneben, also da so gegenüber, sind so Kühe. Wir haben da an so einer Koppel gestanden. Nee, ich glaube, da war nichts. Da war nichts. Also ich könnte es dir gleich besser zeigen. Ja, ich versuche es erstmal so auf gut Glück. So, ich nehme Shakes and Fidget jetzt auch durch. Ich mache mal noch hier meinen Kampf schnell zu Ende dann. Ja, ich bin ein paar Minuten durch. Ja, achso, ich habe gedacht, ich bin nach dir erst durch. Wenige Sekunden sind es noch bei mir. Bei mir sind es noch 16. Ich muss ja gerade schon wieder Werbung angucken von Essen. Nein. Oh no. Und ich esse gerade auch noch. Ich bin halt einfach durchgehend am Essen im Stream. Ne? Ich habe gestern eine Reportage gefunden über den Stadtteil, wo ich 5 Jahre gewohnt habe. Mhm. So ein kleines Ghetto halt, ne? Mhm. Okay, aber ich beende schon mal den Stream. Jetzt schon. Beendest schon mal. Dann bis in den nächsten Stream, der bald ist. 19 Uhr SSO 19 mit Fabi Uhr und so. SSO mit ja. Genau, wow. Mit Fabi und so. Und Uli. Und vielleicht noch Pia. Ist ja auch immer dabei. Oh mein Gott! Oh, hast du mich erschrocken, Kind. Ja, ich bin hier fast einen Felsen runtergestürzt und abgesoffen. Ja, na dann, bitte mit mir stehen. Ciao, ciao. Da geht sie schon auf. Ich habe aber gar nicht mehr den Chat gelesen. Du hast noch ganz viele Nachrichten im Chat, die musst du noch vorher vorlesen, ne? Ich hab ihn schon beendet. Jetzt guck ich nochmal in die Nachrichten. Nö. Ich hab gar nicht viele Nachrichten, was willst du? Ja, aber um genau zu sein, gar keine Nachricht. Was ich denke, unser erstes Gildenpad wird Lillipon, das ist ziemlich stark. Oh, Lillipon, das sieht aus wie ein Einhorn. Unser erstes Tierchen. Unser erstes Tierchen? User joined your channel. Unser Tierchen, was gegen die Welt kämpft. Hallo User! Steffi! Hi! Tag schön. Ja, alles was Beine hat, ne? Ja. Ah, ja. Oh. So, noch 50 Sekunden. Na, was macht die Kunstfrau so? Die reitet. Reitet. Ich habe heute 2 Einsen bekommen. Glückwunsch. Hm, danke. Danke. Ja, von uns gibt es kein Geld dafür. Ja, bei mir schon. Ich krieg aber nur auf dem Zeugnis. Und in Kunst, ja, da liege ich gerade auf 1. Also. Na, machst du deine Eltern arm? Nee, Oma, Opa. Achso. Geht ja, die mussten ja schon beim Spendenlauf 150 Euro oder so zahlen. Ja, meine Eltern haben damals auch ganz großkotzig gesagt, ach, da unsere Tochter ja nicht so weit läuft, die ist ja fußfaul. Wir spenden mal pro Kilometer 2 Mark. Ne, bei uns ist es so pro Runde und es war halt 5 Euro bei meiner Oma und meinem Opa. Ich bin halt 31 Runden gelaufen. Oh. Ja. So. Waren 155 Euro. Ja. Nein, du weißt ja, Olli, glaube ich sogar noch, das war... Keine Ahnung wann. Das ist Freitag, erste Woche nach dem Sommerferien. Ich weiß alles, ich vergesse nichts. Ja, da hat er mir noch geschrieben auf WhatsApp. Also er wäre nicht gerannt, er wäre den Berg runtergerollt. Wäre viel leichter. Ich weiß gar nicht, warum es alles immer so kompliziert machen, weißt du? Naja. Du musst nur um unsere Schule rumlaufen und um das Oberstufenzentrum nebenan, wo meine Schwester drauf ist. So. Hühner und Kühe. In 2 Minuten 30 habe ich auch alles geschafft, Fabi. Okay. Eine alte Sturmfarm. Hühner gibt es für Kühe. Nein, wir hatten damals einen Spendenlauf. Das hieß dann einmal von Köln bis nach Hürth zum Otto-Meitler-See, einmal drumherum laufen und zurück. Was, nach Fürth? Nach Hürth. Achso, wollte schon sagen. Nein, nein, nicht Fürth. Fürth ist Bayern. Wollte schon sagen. Quer durch Deutschland einmal. So, und das sind dann... Ja, einmal durch ganz Deutschland. Weiß ich, 20 Kilometer oder was das waren. Und meine Eltern, wie gesagt, nur so großkotz. Ja, unsere Tochter ist ja so fußfaul, ne? Wir geben halt 2 Euro pro Kilometer. Ja. 40 Euro? Ja, D-Mark. Ja, schön. Plus das, was Oma und Opa noch dazu gegeben haben, ne? Ja, aber ich jetzt nur von denen, die am meisten gegeben haben. Also, meine Eltern haben 20 Euro, egal wie viele Runden ich laufe. Ja. Weil da haben halt immer noch Oma und Opa am meisten bezahlt, ist ja klar. Auch mit 155 ja. Euro. Das, ich glaube, ich habe sogar das meiste Geld aus der ganzen Klasse das gemacht. Das Schöne war, meine Eltern dachten ja, ich laufe nicht weit. Und dann, das war dann, ja, das war dann auch gedacht. Ja, und ich bin die komplette Strecke gelaufen. Ich bin danach sogar noch zu Fuß von der Schule aus nach Hause gelaufen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, Jetzt hatten so die Beine weh. Die ganzen Mitschüler, die saßen da. Den Tag danach hatte ich Muskelkater. Ja. Also bei den Hühnern ist nichts. Warte, ich komme mal nach Epona. Also wenn ich 20 Euro pro Runde kriege, würde ich echt meine körperlichen Grenzen testen wollen, ne? Ja. Ja, und ich so bei einer halben Runde, ich höre auf, bekomme ich 10 Euro. Also, es war halt so, bei uns im Sport hat man eine 1 bekommen, wenn man 30 Runden gelaufen ist. Also bei den Kühen habe ich gefunden, bei den Hühnern war nichts. Warte, Sturmfarm. Ich fahr mal kurz. Ne? Ja. So, wie gesagt, ich bin in der Schule angekommen, mir taten die Beine weh. Ich habe gesagt, wenn ich mich jetzt hinsetze oder irgendwo anlehne, ich bewege mich nicht mehr weg. Meine ganzen Schulkameraden, die lagen in den Gängen verteilt, die wollten nicht mehr. Wir haben an den Bushaltestellen gestanden, die waren nur am Jammern. Ich war auch am Jammern, aber macht's ja nichts. Aber ich bin nachher noch die 3 Kilometer bis nach Hause gelaufen, weil ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt irgendwo hinstelle, hinlehne, hinsetze, egal was, ich bewege mich nicht mehr. Ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter so, und ist ja ganze Strecke geschafft, und auf zu Fuß nach Hause gelaufen. Meine Mutter so, da will ich erst den Beweis für haben, weil wir mussten immer so Streckenposten abstempeln lassen. So, und ich bin nur noch nach Hause, hab meine Sachen in die Ecke gepfeffert, hab mich auf mein Bett gelegt und hab mich bis abends nicht mehr bewegt. Also eins habe ich schon mal gefunden, was wir vergessen hatten, ne? Ja? So, auf jeden Fall, da ich jetzt auch alles mal durch habe, würde ich jetzt auch den Stream beenden. Wir sind dann gleich in einer Stunde wieder da. Und ich teste es auch gleich mal, ob der Abspann wieder funktioniert. Ne? Also dann erstmal bis später. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis gleich. Sound muted.